Hallo, schönen guten Abend, alle HSV-Fans. Ihr habt mich bestimmt schon vermisst. Kuddel TV ist wieder in Gange und das hat einen gewissen Grund, denn wir hatten uns gesagt, lieber möchten wir die Mannschaft mal ein klein wenig Ruhe gönnen und da uns von fernhalten. Wir hatten uns geschworen, nach dem ersten Sieg, den sie jetzt demnächst einfahren, würden wir uns wieder melden. Und Gott sei Dank ist es ja eingetreten. Es war kein spielerischer Sieg, aber der Kampf war angesagt und das ist ja für uns auch wichtig. Denn so, wenn über Kampf findest du später, auch wenn die Punkte wieder da sind, auch das Spiel. Es war ein wunderbares Spiel, so kampfbetont. Jeder hat getan, was er konnte. Gelaufen sind sie und das war ja wichtig. Und am Ende ist ein 1-0-Sieg rausgekommen und wir haben 3 Punkte. Darüber können wir uns alle freuen und ich glaube im Sinne von euch auch darüber zu sprechen, dass es uns geglückt ist, ein klein wenig Ruhe reinzubringen. So, und dann möchte ich nur noch ganz kurz auf die Spieler zurückkommen. Wer mir ganz gut gefallen ist, war wieder Tourou und auch Berani. Die haben aufopfernd gekämpft und vorne, Lasogga hat sich bemüht, aber er ist ja ganz alleine da oben und vorne an der Spitze. Er muss auf Bälle warten und muss sich zur Not holen. Aber man kann auch sehen, es geht ein bisschen vorwärts mit ihm. Ganz auskuriert ist wahrscheinlich seine Verletzung noch nicht. Sonst würde er vielleicht so manches Mal anders reagieren. Und ganz besonders hat mir gefallen, wie unser Trainer Zinnbauer sich da eingesetzt hat und auch die Mannschaft vertreten hat und sich da gerade gemacht hat und den Kampf angesagt hatte. Man konnte richtig sehen, als wenn er da die Berge erstürmen wollte. Und die Mannschaft hat das mitgemacht. Und wie er sich auch gewehrt hat gegenüber den anderen, wo er sich so ein bisschen angeblich daneben benommen hat. Aber das ist manchmal so. Bei so einem Tempo, wie das im Spiel hatte, kann man sich auch leicht mal aufregen. Der Zinnbauer ist in Ordnung. Die Mannschaft zieht mit. Der Vorstand zieht mit und es geht beim HSV aufwärts. Und am Ende zählt ja für uns nur der HSV und möglichst, dass er weit nach vorne kommt. Mir gefällt einfach nicht das Benehmen der Fans, die sogenannten HSV-Fans, wie sie sagen. Das sind für mich keine HSV-Fans. Wenn ich zum Stadion gehe, dann weiß ich, dass ich mich vernünftig zu benehmen habe. Ich bin auf einem fremden Terrain. Das gehört mir nicht. Ich bin Gast. Da muss ich mich auch als Gast benehmen. Und wenn da eine Mannschaft kommt, die auch Spieler hat, die wir kennen, das ist für unsere Gastmannschaft, auch die muss man vernünftig verabschieden und begrüßen. Und ganz besonders finde ich, dass sie zu hart mit den Kalanoglu umgegangen sind. Denn er hat sich für uns wirklich sein fußballerisches Können aufgezeigt. Und dass er nun weggegangen ist, das ist nun manchmal so. Und die Art und Weise war auch nicht richtig. Aber er ist ein junger Bengel und den muss man nicht so niedermachen. Das finde ich unerhört. Das finde ich von den Fans, die beim HSV sowieso viel daneben liegen, denn HSV hat ja ständig zu bezahlen. Und das geht einfach nicht. Ich muss mich als HSVer vernünftig in einem fremden Gelände benehmen. Und da bitte ich mal drum, dass sich alle HSV-Fans danach halten. Und das ist mein großer Wunsch. Und liebe HSV-Fans, ich möchte mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir Sonntag auch ein paar Punkte retten. Und in diesem Sinne, nur der HSV. Und wir gemeinsam sind stärker. Also deswegen bitte ich darum, alle nur an HSV zu denken und nur der HSV zählt. Schönen Abend noch und tschüss.